Hallo, ich bin der Gerhard und dies ist mein Kanal Kunst geht so. Schön, dass du da bist. Heute spreche ich über Keile und Keilrahmen und Maltuch und wo das Ganze herkommt. Also wenn du bis ganz zum Schluss dabei bleibst, erfährst du auch noch, warum wir nicht mehr auf Maltafeln malen oder warum die Maltafel von der Leinwand abgelöst wurde. Das erkläre ich dann im zweiten Teil dieses Videos, wenn dich das so weit interessiert. Da wird es dann kunstgeschichtlich und das ist auch interessant, muss man aber nicht wissen. Jetzt geht es darum, was machen diese Keile, also meine Lieblingssuchanfrage ist, was machen die Holzdinger im Keilrahmen? Holzdinger sind also diese Keile und die hängen entweder so, sind sie hingetackert oder hängen in so einem Tütchen am Keilrahmen dran. Ja, was mache ich damit? Wenn du auf deiner Leinwand malst und die Leinwand ist vielleicht eine Billigleinwand, dann kann es passieren, dass wenn du die ordentlich traktierst, diese Leinwand, dann hängt diese Leinwand durch. Und es sieht natürlich nicht schön aus. Und jetzt musste man früher bei der echten Leinwand zum Beispiel, das hast du bestimmt schon mal gesehen, die waren dann hier seitlich getackert mit Hunderten von Nägeln, wenn das eine große Leinwand war. Dann musste man diese ganzen Nägel rausziehen. Du müsstest also die Tackerklammern öffnen. Dann muss das Ganze mit einer Spannzange nochmal neu nachgespannt werden. Ja, und dann ist die wieder schön straff. Und weil, das kannst du dir vorstellen, bei vielen Nägeln, die hier an der Seite waren, weil das ein ganz schöner Akt ist, deswegen hat irgendein findiger Kopf irgendwann mal den Keilrahmen, ich möchte nicht sagen erfunden, aber er hat ihn weiterentwickelt. Der Keilrahmen sieht ohne Maltuch so aus, also hier wäre die Vorderseite, hier so eine Nase, damit das Maltuch ein Stückchen wegsteht von dem Keilrahmen, weil sonst malt man andauernd diese Kante mit. Bei guten Keilrahmen ist es dann so, dass das hier sogar noch ein Stück abgeschrägt ist, das ist dann noch besser, also das ist ein bisschen windig, diese Nase, aber es geht so. Für kleinere Formate okay, bei großen kann es ein Problem werden. Und du steckst jetzt diese Keile, das zeige ich nachher noch, du steckst diese Keile in diese kleinen Öffnungen, die sich hier in den Ecken bilden und dann kannst du, wenn die Leinwand jetzt lappig ist, die Keile ein bisschen mit dem Hammer einklopfen. Ich mag es lieber, wenn man die Keile so der Länge nach einsteckt, so, wenn man die so reinsteckt, weil ich finde, dann ist der Kraftfluss einfach normaler. Man legt es dann auf und dann klopfe ich so nach unten, das ist ein direkter Kraftfluss. Ich habe es auch schon so gesehen, eigentlich müsste es dann den Keilrahmen aufs Eck stellen und dann so hier einklopfen. Beim Einklopfen der Keile, wenn man so sehr klopft oder ungleichmäßig klopft, ja, ich klopfe hier ein bisschen mehr und die anderen drei Seiten, die lasse ich weg, dann kann es natürlich sein, dass der Keilrahmen die Rechtwinkligkeit verliert. Das rächt sich dann, wenn du den Keilrahmen, wenn du dein Bild mit deinem Keilrahmen zum Rahmen geben magst und dann ist das nicht mehr rechtwinklig, dann muss das geöffnet werden, korrigiert werden und es kostet natürlich immer Geld. Und was passiert, wenn man die Keile einklopft? Da entsteht hier so ein Spalt. Und dadurch wird natürlich der Umfang des Keilrahmens größer und dann spannt sich das Maltuch wieder über den Keilrahmen. Das ist also schon eine coole Sache, da kann man also nichts sagen. So, also wenn du es anschaust, so ist also der Keilrahmen, die Keilrahmenschenkel, die schauen so aus, so. Und die steckt man dann so zusammen, so. Und es sollte nicht so leicht gehen, wie ich das gerade mache. Ich habe diese Verzapfung ein bisschen angeschliffen, damit es leichter geht. Eigentlich sollte man hier wirklich schon ein bisschen klopfen müssen. Und dann sollte das hier natürlich schon gleich mal rechtwinklig sein. Also wenn du nichts zur Hand hast, der Türrahmen hat immer 90 Grad, kannst du in den Türrahmen reingeben und kannst schauen, bleibt es auch noch, ist es noch rechtwinklig oder hat sich die Rechtwinkligkeit verzogen. Das ist echt blöd, also da muss man aufpassen. Also gleichmäßig rundherum klopfen das Ganze. Es gibt Unterschiede bei den Keilen. Also das ist, denke ich mal, so mit Abstand einer der schlechtesten, zeige ich nachher gleich in einer Nahaufnahme, weil der Winkel nicht steil genug ist. Ja, das ist dann so der Plastikrahmen von diesem Rahmen, den ich eben gezeigt habe. Das ist auch ein recht stumpfer Winkel. Also wenn ich es jetzt mal so zeige, so, dann ist der Holzkeil noch ein Stück besser als der Plastikkeil, weil der Plastikkeil keinen schönen Winkel hat. Dieser Keil wäre der beste, der einfach einen schönen spitzen Winkel hat. Warum ist das wichtig? Naja, ich stecke hier den Keil rein. Wenn der Winkel zu stumpf ist, dann kann ich den nicht so gut reinklopfen. Dann ist hier die ganze Kraft
Einwirkung, die geht hier so, hier ist dann der Brennpunkt und dann hebt sich mir den Keilrahmen, der hebt sich hier auf. So, ich muss kurz warten und den Zug durchlassen. Mein Studio ist an einem Bahnhof. Wenn die Keile zu stumpf sind, schon wieder, den kriegst du nicht mal wirklich rein. Also mit Gewalt geht natürlich alles so, aber jetzt kannst du dir vorstellen, es passiert ziemlich schnell, dass hier die ganze Kraft einwirkt, der rutscht nicht gut rein und dann sprengt sich hier der Keilrahmen auf. Also der ist totaler Quatsch. Der hier ist nicht viel besser. Wie soll das funktionieren? Ja, das ist ja schon fast gerade. Und mit diesem hier, der geht ein gutes Stück weit rein. Und den Keil klopfe ich so ein, und zwar immer so ein kleines bisschen hier. Also ich drehe es dann so, hier ein bisschen, hier ein bisschen, hier ein bisschen, hier ein bisschen. Und zwar nur immer so viel, bis das Maltuch wieder gespannt ist. Und dass man auch Möglichkeit keinen Kontakt mit diesem Ende des Keilrahmenschenkels bekommt. Was passiert, wenn ich so klopfe? Dann müsste ich den Keilrahmen immer auf die Ecke hier stellen. Die Ecke ist natürlich weniger stabil, als wenn ich den Keilrahmen ganz so auf den Tisch lege und dann so klopfe. Wie man eine Leinwand grundiert, also wie man Papier, Holztafel und Leinwand grundiert, das zeige ich in einem der nächsten Videos. Und jetzt kommt dieser zweite Teil, von dem ich gesprochen habe, der kunsthistorische Teil. Wie kam es, dass man überhaupt auf eine Leinwand kam? Und warum spricht man von Tafelmalerei, wenn es doch eine Leinwand ist und keine Holztafel? Also im Mittelalter hat man auf Holztafeln gemalt. Holztafel, das ist nur eine HDF-Platte, die nimmt man heutzutage her. Holztafel, aber ihr könnt euch vorstellen, wenn ich allein so eine große Tafel wollte, also das Problem war der Durchmesser, also dass ich diese Länge herbekam, denn das war nicht so, dass du einen Baum nehmen konntest. Also du konntest keinen Baumstamm nehmen und du schneidest dann einfach so deine Blätter raus, weil man nicht alle Teile von so einem Baumstamm für die Tafelmalerei verwenden kann. Da kann man nur diese sogenannten Mittelstücke oder auch Herzstücke verwenden. Herzstück von so einem Baumstamm, das ist dieser mittlere Teil. Also hier ist das Markröhrchen und dieser mittlere Teil, das ist das Herzstück und nur die kann man verwenden, vielleicht noch die Bretter daneben, aber dann ist Schluss, so den Teil hier kann man nicht hernehmen. Und es ist auch nicht so, dass man diese ganzen Durchmesser hier verwenden kann, denn das Markröhrchen, dieses Kernholz, das muss rausgesägt werden. Das heißt, ich hätte hier dieses Stück als Brett und dieses Stück als Brett. Jetzt suche ich mir einen Baum, der möglichst dick ist, dicker Stamm, damit ich nicht so viel leimen muss. Und dann musst du dir vorstellen, dann musste man die Bäume, diese Bretter, die man hatte, dann musste man die Bretter so zusammenleimen, bis man dann vielleicht mal auf 80 cm kam. Wie man die Bretter jetzt zu leimen hatte, das hat eine Zunft bestimmt. Und die Zunft hatte nicht unbedingt viel Ahnung, aber viel Macht. Der Maler musste seine Maltafel der Zunft vorlegen, die hat ein Zunftzeichen eingebrannt und wenn das Bild fertig war, wurde das nochmal abgenommen und dann war das korrekt gemacht. War vielleicht nicht in allen Teilen Europas so, aber im Maltechnikbuch bei Welte, da möchte ich darauf verweisen, also da steht es jetzt so drin, ich glaube das jetzt mal. Das hier ist jetzt der Querschnitt des Baumstammes. Rinde, Baumstamm und wir verwenden nur das mittlere Stück, das Mittelstück oder das Herzstück. Und hier sind dann natürlich die Jahresringe ungefähr gerade. Und jetzt musst du dir vorstellen, also das Zusammenleimen war jetzt gar nicht so einfach. Am besten ist natürlich, man hat aus einem Baum die Mittelstücke genommen, also deswegen vielleicht noch das daneben, so das hier und das hier, weil das dann ein Baum war, ein Wuchs war. Du musst dir vorstellen, so das Holz verliert ja bis zu teilweise 60% Wasser. 5-10% bleiben auch im trockenen Holz, im Holz enthalten an Wasser, aber das Holz nimmt natürlich auch das Wasser wieder auf. Ist jetzt alles aus einem Baumstamm, dann ist es zumindest gleichmäßig, diese Wasseraufnahme und die Wasserabgabe. Wenn du jetzt aber ungleiche Hölzer hast, dann wird es ganz schwierig, dann saugen die ungleich Wasser auf und was passiert? Spannungen. Man darf auch nicht einfach irgendwelche Bretter nehmen, dass also zum Beispiel die Jahresringe hier so und hier dann so sind, das sieht dann
so aus, so, wenn die Jahresringe hier bogenförmig nach unten gehen und hier gehen sie zu, diagonal zur Seite, dann wölbt sich der Malgrund und da spricht man dann von der Waschbrett, von so einem Waschbrettmuster. Das schaut natürlich auf einem teuren Bild nicht unbedingt klasse aus. Also da musste man auch noch auf die Jahresringe achten. Es musste richtig zusammengeleimt werden. Also ich denke mal nicht, dass es der Maler selbst gemacht hat. Wahrscheinlich hat es der Schreiner gemacht. Und man fragt sich heutzutage oft, warum haben die das so schlecht gemacht, weil man weiß aus dem Schiffsbau, dass die wirklich gut mit Holzverbindungen umgehen konnten. Ja, da kommt wieder diese Zunft und die Zunft wollte einfach, dass es so gemacht wird und dass es vielleicht auch besser gegangen wäre. Das kann man sich vorstellen. Jetzt wird es Politik und in der Politik ist es einfach so, dass man 80% seiner Zeit mit Überzeugungsarbeit verschwenden kann. Zumindest hat es Helmut Schmidt so immer gesagt. Lass ich mal so stehen. Und jetzt kommen wir zu einer Zeit der großen Pest. Was hat die große Pest mit Kunst zu tun? Ich spreche nicht von Abbildungen der Pest, sondern wirtschaftlich, was hatte die Zeit der großen Pest mit der Kunst zu tun? Das wirst du jetzt nicht unbedingt in einem Buch über Kunstgeschichte erfahren, das findest du in einem Buch über Finanzen. Und da steht dann zum Beispiel drin, zur Zeit der großen Pest starb ja etwa 2/3 der Bevölkerung, also 2/3 der europäischen Bevölkerung waren tot, 1/3 hatte jetzt, was passiert, wenn Menschen sterben? Es wird viel Erbmasse freigesetzt. 1/3 hatte jetzt das Geld, das vorher 3/3 hatten. Und nicht das ganze Drittel hatte das Geld, wenden wir jetzt noch das Pareto-Prinzip an, dann hatten 20% der Bevölkerung 80% des Vermögens. Das heißt, es gab eine kleine Elite und die war jetzt richtig wohlhabend. Und diese kleine Elite, die hat aber auch die Renaissance eingeleitet. Also das Mittelalter läuft so langsam aus und es kommt die Renaissance. Und man hatte jetzt auf einmal dadurch, dass so viel Geld da war, auch Gedanken an andere Dinge, an schöne Kleidung. An Wissen hatte man Interesse und eben auch an Bildern, Bilder, die immer größer werden sollten und Bilder, die immer mehr Inhalt zeigen sollten, also nicht nur immer Heilige, sondern es gab dann auch viele Schlachtenbilder natürlich, nach Möglichkeit, da hat der Herrscher über die andere Partei gewonnen und da wurde dann ein großes Bild gemalt. Tja, und wie macht man jetzt so ein großes Bild, wenn man nur Holzbretter zur Auswahl hat für den Malgrund, man leimt immer mehr Holzbretter aneinander. Und jetzt könnt ihr ja vorstellen, was da passiert. Also irgendwann mal hat man einfach eine kritische Größe erreicht und viel größer kann man nicht mehr werden. Piero della Francesca hat ein Tafelbild gemalt, 2,48 Meter lang, 1,70 Meter hoch. Also jetzt kommen wir schon mal zu den Nachteilen von so großen Holzbildern. Also zunächst mal, sie sind teuer, denn wir brauchen das teure Herzstück des Baumes. Was kommt als nächstes? Naja, das muss doch einer zusammen leimen, da brauche ich einen Handwerker, wahrscheinlich auch ein paar mehr. Die leimen erstmal die Bretter zusammen und dann müssen die geglättet werden, dann muss das Ganze grundiert werden. Also das ist alles eine ganz schöne Arbeit. Also allein der Malgrund ist richtig, richtig teuer und der ist natürlich auch saumäßig schwer. Also das ist ja nicht so ein kleines Brettchen, sondern das sind dann schon ordentliche Tafeln, das muss ja was aushalten. Jetzt brauche ich natürlich auch, wir sind mit Sicherheit alle schon mal umgezogen, also wenn du mit so einem riesen Ding 2,5 Meter lang durch die Gegend laufen möchtest und es soll jetzt in den Raum rein, also mit der Höhe schaffst du es wahrscheinlich noch, so 1,70 Meter passt wahrscheinlich noch durch alle Türen durch, wobei wir hier vom ausgehenden Mittelalter sprechen, also die Menschen waren nicht so groß wie heute, aber irgendwie bekam er es noch durch, aber der musste jetzt das Bild von seinem Studio hintransportieren zum Zielort und jetzt kommt das nächste, also man braucht echt gute Mauern, die dieses Bild noch halten können und man braucht die gute Vorrichtung, also da ist schon ein gutes Stückwerk Ingenieursarbeit dabei, allein der Transporter noch und das Ganze aufhängen, so dass es nicht runterfällt. Jetzt ist aber immer noch nicht alles gut, denn das Holz arbeitet und Holz nimmt natürlich Feuchtigkeit auf, insbesondere in Kirchen, da wird eigentlich nicht drin geheizt, also die waren immer nasskalt. Das Holz, der Malgrund nimmt die Feuchtigkeit wieder auf und jetzt sind es ja unterschiedliche Hölzer. So eine große Maltafel schaffe ich einfach nicht aus einem Baum. Und dann muss es da immer wieder mal einen Knall gegeben haben und dann war da echt so ein Riss in so einem Bild drin. Tja, das musste dann wieder irgendwie gerichtet werden und nachgebessert werden. Also das hatte natürlich echt einen Mangel, bis eben dann irgendein findiger Kopf auf die Idee kam, der gesagt hat, aber wir malen ja auch Fahnen auf Leinwand.
Wir bemalen auch die Segel der Schiffe. Warum malen wir nicht dann ein Bild auf die Leinwand? Und jetzt ist dieser Keilrahmen der letzte Rest von dieser Holztafel. Und diesen Rahmen hat man einfach mit einer Leinwand bespannt. Leinwand war viel billiger als so eine große Holztafel und hatte noch andere Vorteile. Man konnte die Leinwand dann sogar rollen. Also jetzt konnte man noch größere Bilder malen, die man einfach im Studio abgerollt hat, gewickelt, in ein Wachstuch eingewickelt und dann am Zielort wieder ausgerollt, aufgebaut. Also Rubens hat zum Beispiel später, danach der Renaissance, hat Rubens ganz Europa mit großen Ölbildern versorgt. Also der den Leinwand. Hatte die Leinwand jetzt auch Nachteile? Ja. Und zwar die Leinwand, die konnte dafür faulen. Also jetzt wieder Kirche, Nasskalt, also schlechtes Klima. Und die Bilder, die sind dann oft, die Leinwand, die ist dann oft verrottet. Leinwände konnten natürlich auch von Tieren, Ungeziefer angefressen werden. Also Leinwände waren auch anfällig. Also Holz war da jetzt zunächst mal stabiler, aber hatte eben dann die Risse. Die Leinwand, die konnte verrotten und das wurde dann dupliziert. Das heißt, wenn die Leinwand sehr verrottet war, dann hat man einfach die Leinwand auf eine neue Leinwand aufgeklebt. Duplizieren nennt man das Ganze. Die Frage war jetzt eigentlich nur, was mache ich mit so einem kleinen Holzstückchen? Was mache ich denn mit diesem Keil? Wozu brauche ich diesen Keil? Wir haben jetzt noch eine unglaubliche Reise gemacht bis ins Mittelalter. Wir sind nämlich an der Maltafel angekommen und haben von der Maltafel aus die Entwicklung bis hin zum Keilrahmen nochmal nachgespürt. Das ist Kunst. Gibt es einfach viel dazu zu erzählen. Also, wenn dir mein Video gefallen hat, dann bitte gib mir ein Like, abonniere meinen Kanal und schreib gerne etwas in die Kommentarleiste, wenn du eine Frage zur Kunst hast. Also bitte in die Kommentarleiste, ich beantworte das gerne. Beziehungsweise, wenn die Frage mehr hergibt, dann drehe ich ein Video dazu. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Also, bis dahin, bleibt tough und lasst es euch gut gehen. Adios!